habe aber dann mir gesagt, bevor ich jetzt wieder eine Ausbildung anfange und die dann wieder vorzeitig abbreche, möchte ich erstmal wirklich gucken, ist das das wirklich das, was ich machen möchte für die nächsten Jahre. Ich will schwerpunktmäßig auch Theater mit Kindern machen. Und arbeite aber auch liebend gerne im Hort, im Grundschulbereich. Das ist so ein bisschen mein Ziel so. Also ich will mich da so ein bisschen auch weiterbilden. Und wie auch immer, ich habe dann einen Freiwilligendienst gemacht. Ich habe schon mal ein FSJ gemacht, bevor ich meine Ausbildung angefangen habe. Habe ich erst am Altenheim ein freiwilliges soziales Jahr gemacht, weil ich mal ursprünglich dachte, ich möchte Krankenpfleger werden. Aber der Pflegeberuf war dann doch nicht so meins, weil ich einfach den Stress irgendwie nicht so abkonnte. Und ich habe mir mal zu viel Zeit genommen für die alten Leute oder für die Patienten. Und das geht halt nicht. Das lässt leider die Pflege heutzutage nicht zu. Das ist ja auch ein großer Kritikpunkt eigentlich auch des Pflegepersonals heutzutage. Und habe dann halt 2012 einen Bundesfreiwilligendienst gemacht, bis 2013 im Kindergarten. In dem Kindergarten von der Mutter meiner besten Freundin so. Und das war toll, es war eine tolle Erfahrung und wollte dann auch ganz lange nur im Kindergartenbereich arbeiten, habe dann auch ein Praktikum. Ich habe mich dann nach dem FSJ, weil ich kein Abitur habe, den Sozialassistenten gemacht, 2 Jahre lang in Pankow, musste jeden Tag irgendwie 1,5 Stunden fahren, aber es war halt die staatliche Schule, die mich angenommen hat, weil eine Privatschule kam für mich nicht in Frage, weil ich mich dusseligerweise mit meiner ersten Ausbildung, dem Masseur, aber auch in der Privatschule so ein bisschen verschuldet habe. Ich konnte meine Schulgeld nicht mehr bezahlen und nochmal wollte ich nicht in diese Schuldenfalle reinrutschen quasi und habe dann halt an der Sozialpädagogischen Fachschule in Pankow eine Zusage bekommen und habe dann halt dort meine 2-jährige Sozialassistentenausbildung gemacht mit, ich war damals 23 und habe mit 25 die Ausbildung abgeschlossen und habe mich dann an den staatlichen Schulen für den Erzieher beworben. Es war dann auch ganz schnell klar, ich möchte Erzieher werden und übe den Beruf auch sehr gerne aus und habe halt so wirklich meine Bereiche so für mich entdeckt, so kreativer Bereich, Theaterbereich und war dann auch erst durch die Praktika viel in Kinderläden. Das hat mir auch sehr viel, es war auch total mein Ding anfangs, also in so einem kleinen Bereich, so mit 15 Kindern ungefähr und 3 Erziehern im Team und von Elterninitiativ gegründet. Das war so, fand ich ganz spannend, ganz toll irgendwie in kleinem Bereich zu arbeiten. Hab aber dann mein zweites Praktikum innerhalb der Erzieherausbildung letztes Jahr in Zehlendorf an der Berliner Grundschule halt durchgeführt. Und habe dann den Hortbereich für mich entdeckt. Und da kann ich halt auch ganz gut die Theaterpädagogik mit einbringen. Also die Kinder, klar, von der kognitiven Entwicklung können die natürlich das viel besser umsetzen als so ganz kleine. Da ist es eher so mehr so selber vorspielen, aber die Kinder gucken nur zu, also animateurmäßig zum Teil. Und ja, also für mich steht fest, ich möchte, wenn ich nächstes Jahr die Ausbildung abschließe, im Grundschulbereich tätig werden, arbeiten und im Hortbereich den Unterricht begleiten und halt so eine eigene Theater-AG durch und was ich auch schon in einem Praktikum gemacht habe und habe da so meinen Bereich für mich entdeckt. Ja.